Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Heute komme ich wieder mit einem Scheinargument von den Islamhassern. Und ihr müsst euch immer fragen, wer sind diese Leute? Meistens sind sie Atheisten, Säkularisten oder Christen. Und je nachdem, wer mit einem Vorwurf gegen den Koran kommt, gegen den Islam kommt, ja, je nach Person, die diesen Vorwurf bringt, antworten wir auch. Also die Antwort kann unterschiedlich ausfallen. Auf jeden Fall geht es um den Vers, da denken Sie wieder, Sie haben den Burner gebracht, ja, Sure 51, Vers 49. Ich lese aus der deutschen Übersetzung, ja, vor von Hartmut Bobsin. Dort steht, und von allem schufen wir Paare, vielleicht lasst ihr euch ermahnen. Und von allem schufen wir Paare, vielleicht lasst ihr euch ermahnen. Und dann sagen sie, naturwissenschaftlicher Fehler im Koran, Paare, männlich und weiblich, wir haben Einzeller, die haben kein Geschlecht, wird dann gesagt, sagen wir, okay, wo steht denn dort männlich und weiblich, okay? Und dann kommen sie mit einigen Aussagen von Gelehrten, hier, welche Bedeutung kann das haben? Ich lese euch vor vom Tafsir Barawi, gestorben 1122. Okay, das heißt, es ist ein klassischer Tafsir von einem, der damals in dieser Zeit gelebt hat. Da gab es keine Mikroskope, da wusste noch keiner was von Einzellern oder irgendwas. Und ich lese euch mal vor, was er dazu sagt. Ja? Und Leute, damit möchte ich euch nochmal sagen, schaut euch solche Videos nicht an, wenn ihr kein Wissen von der Religion habt. Und wenn dann Leute kommen, dann sollen sie uns doch fragen. Sollen Sie uns doch die Frage stellen? Gestern hat einer diese Frage gestellt, seitdem habe ich keine Antwort mehr bekommen. Ja, hier. Al-Barawi schreibt, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. Also, und von allem haben wir zwei Paare geschaffen. سِنْفَيْنِ وَنَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. Also, Gattungen, Arten, die sich unterscheiden, zwei Arten, die sich unterscheiden, wie der Himmel und die Erde, wie die Sonne und der Mond, wie die Nacht und der Tag. Gar nichts mit männlich und weiblich zu tun, ja. Wie das Land und das Meer, also die flache Ebene und die Berge, wie der Winter, Sommer, wie die Djinn und die Ins, wie männlich und weiblich, wie Licht und Schatten, wie Iman und Kufr, wie Glückseligkeit und Schakrawa und Elendigkeit wie al-Haq wal-Batil, ja? Wie süß und bitter, al-Hulu wal-Mur, la'allakum tadhakkarun, damit ihr bedenkt, fata'alamuna anna khaliq al-azwaj fard, damit ihr wisst, dass der Schöpfer der Paare, der Schöpfer der Gegensätze ein Einzelner ist. Es geht also um Gegensätze hier, ja? Und da könnte man sagen, Einzeller, Vielzeller, Mehrzeller. Das sind die Gegensätze, Einzeller und Mehrzeller. So. Aber wenn ein Christ natürlich kommt und will dann sagen, der Koran, wissenschaftlicher Fehler, sagen wir, alles klar, Bibel, Levitikus 11, Vers 6, beziehungsweise 3. Buch Moses 11, Vers 6, ja, hier steht, auch den Hasen, denn er ist ein Wiederkäuer, aber er hat keinen gespaltenen Fuß. Der Hase ist kein Wiederkäuer. Naturwissenschaftlicher Fehler wird gesagt. Ja doch, der Hase, der liegt dort. Man hat festgestellt und er ist Schwachsinn. Hase ist kein Wiederkäuer. Geht zu irgendeinem Biologen und fragt, ob der Hase ein Wiederkäuer ist. Aber das ist nun mal unehrlich, nennt man das. Dann nochmal dazu, zu diesem Punkt. Hier gibt es auch den Tafsir, beziehungsweise die Koranübersetzung von Mohammed Assad. Ist nicht die optimalste Übersetzung. Der sagt hier, sagt er auch über dieses Azwaj, sagt er auf Seite 840, ja, selbst noch vom, eine bezogene Aufbau auf die in aller Schöpfung belebt oder unbelebt erkennbare Polarität, die sich in Existenz antithetischer und doch ergänzender Kräfte ausdrückt. Das ist die Erklärung davon. Und außerdem muss Kull alles, nicht immer alles heißen, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel im Koran, tudammiru kulle shay'in bi amri rabbiha, über eine Stadt, die vernichtet wurde, aber es wurde nicht alles vernichtet und das wird aus dem Kontext klar. Deswegen,
liebe Geschwister, schaut euch diesen Schwachsinn nicht an. Beschäftigt euch mit eurer eigenen Religion. Und wenn so eine Frage zu euch kommt, fragt uns. Ich kann nicht immer sofort antworten. Es ist manchmal nicht so einfach. Aber inshallah, wir haben Zugang zu den Büchern. Uns kann auch keiner sagen, aha, das ist jetzt ein erfundener Tafsir, das hat der Pierre Vogel selber ausgemacht. Dieser Tafsir ist Jahrhunderte alt. 1122 ist dieser schafi'itische Imam al-Barawi im Iran gestorben. Im Iran ist er gestorben, genau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.